herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserem Parteien-Speed-Dating. Sie haben genau 2 Minuten Zeit. Nutzen Sie Ihre Chance. Wir garantieren Ihnen einen enormen Wissenszuwachs. Das heißt, Sie sind schon mal nicht umsonst hergekommen. Los geht's! Hi, ich bin Andrea und ich suche die richtige Partei. Die einzig ehrliche Partei. Da sind Sie bei uns absolut richtig. Ehrlich sind wir auf jeden Fall. Aha. Die Autofahrerpartei vertritt den ehrlichen Grundsatz, dass jedem Menschen ein Höchstmaß an Mobilität zugesichert werden muss. Jeder Mensch muss mobil sein und bekommt ein Auto. Das klingt ja großartig. Sie kümmern sich also darum, dass jeder ein Auto bekommt? Das ist ja viel besser als die 2500 Euro Abwrackprämie. Das heißt, ich muss meine Stimme nur für Sie abgeben und dann bekomme ich ein Auto? Nicht ganz. Sie müssen erst einmal Mitglied unserer Partei werden. Und die Mitgliedschaft ist wiederum an einen monatlichen Mitgliedsbeitrag gebunden. Und wie hoch wäre dieser Beitrag? Knapp 2500 Euro. Hi, ich bin Micha. Ich wollte zur Wahl gehen. Ich weiß nur noch nicht, wen ich wählen soll. Ich glaube, deshalb bist du hier. Also, wir... Keine Ahnung. Also ich würde nicht zwischen Frauen- und Männerteam unterscheiden. An wie vielen Tagen im Monat muss sich eine Frau um Kinder und Haushalt kümmern? Also bisher habe ich mich für die Frauen ohne Kind und ohne Haushalt interessiert. Aha. Na gut, wofür steht denn die Partei Moderne Mütter? Das Mindestalter für Mütter wird auf 40 raufgesetzt. Sonst meint man ja, sie hätten im Leben nichts erreicht. Es wird gestillt, sonst Allergie, kein Schnuller. Und wenn die Ohren platzen, machen Sie Ihr Kind bereits in den ersten Lebensmonaten mit klassischer Musik und verschiedenen Fremdsprachen vertraut. Tauchen Sie Ihr Kind beim Schwimmen ruhig richtig unter. Es muss früh lernen zu kämpfen. Und was haben Sie anzubieten? Ich habe vor, zur Wahl zu gehen. Also, wir möchten uns ganz... Und welche Partei vertreten Sie? Die Partei der Nichtwähler. Nichtwähler? Ich dachte mal, wir sollen alle nicht wählen. Wenn Sie uns Nichtwähler wählen, machen Sie alles richtig. Denn wir sehen uns als Antimachtpartei und möchten so viele Plätze wie möglich aufstellen, damit im Parlament möglichst viele Plätze unbesetzt bleiben. Verstehe ich nicht. Ich dachte, die Parteien versuchen immer so viele Plätze wie möglich zu besetzen. Das ist veraltete Sitzbesetzerpolitik, um sich das Parteienmonopol und damit hohe Diäten unter den Nagel zu reißen. Diäten hat das was mit dieser Show, The Biggest Loser, zu tun. Geniale Idee! Und wer am meisten Diäten abspeckt, wird The Biggest Loser und gewinnt ein Candlelight-Dinner mit Bea Steinbrück. Hallo, mein Name ist Christian. Und wofür oder wogegen ist Ihre Partei? Also, wir möchten uns ganz eindeutig und mit voller Kraft und riesigem Enthusiasmus als politische Vereinigung verstehen, in deren Mittelpunkt und völlig zentral eine Politik steht, die auf dem freiheitlichen, wahnsinnig wichtigen, uneingeschränkten, stets nachvollziehbaren Verständnis des Menschen, insbesondere ihrer Generation, das heißt also besonders junge, sorglose, nach dem Lebenssinn suchende Leute, gehören zu unserer Klientel und seine freie Entfaltung beruht. Hier sind wir auch schon am Ende. Ich meine, am Ende der Wahlveranstaltung der besonderen Art! Fernsehzeitung gratis. Hier, das ist mein letztes Exemplar. Können Sie einmal mit mir reingucken. Sehen Sie, und da geht's auch schon los, ja?
Auf jedem Sender läuft irgend so eine dämliche Kochshow. Von Tim Schmelzer über Bio-Schlecki bis hin zum perfekten Dinner. Oder anders ausgedrückt, wie frisst man sich bei anderen Leuten durch? Da wird rund um die Uhr gekocht. Während wir zu Hause nur Maggi-Fischstäbchen und Iglofix essen. Naja, mal ehrlich, wer hat denn Zeit für so viel? Flohle Franz. Willkommen zu unserer heutigen Kochshow. Zuerst zermörsern wir noch drei Safranbällchen für das Dressing und reiben noch etwas schwarzen Trüffel darüber. Hier noch einige Spritzer Vinaigrette, dort noch einige Tropfen Balsamico. Ich bitte Sie, wenn ich das jeden Tag so machen würde, wäre mein Azubi-Geld schon nach drei Tagen alle. Oder hier das nächste. Krimis. In jedem Krimi wird mit Waffen rumgefuchtet, als ob das der normale Polizeialltag wäre. Horrorgestalten sind die besten Bekannten unserer Kinder. Und jetzt will mein kleiner Bruder auch noch Gerichtsmediziner werden, weil es im Fernsehen ja solchen Spaß macht, in madenverseuchten Leichen rumzufummeln. Wieso will er nicht Lehrer werden? Da kann er sich 40 Wochenstunden lang mit Horrorgestalten umgeben und noch mit Waffen rumfuchteln. Oh, und jetzt kommt das Allerschlimmste. Kennen Sie diese Therapiesendung für angebliche Promis mit irgendwelchen Phobien, diesen Dschungelkampf? Da fressen die Möchtegern-Promis, zappelnde Maden, Würmer und Känguruhoden und zappern sich voll. Und im professionell ausgeleuchteten Dreck gucken wir dann auf ihre nackten, wappigen Ärsche. Eklig! Ich meine natürlich die Würmer. Obwohl das eigentlich eine gute Idee ist. Ich meine, wir werden alle mediengeilen und geldgierigen Promis, die uns niemals freiwillig in Ruhe lassen würden, zusammengefecht. Nur hat man blöderweise vergessen, nach dem Einsperren die Schlüssel wegzuwerfen. Alles nur Müll. Das Fernsehen ist voll davon. Und wer räumt ihn weg? Ich jedenfalls nicht. Ich werde Gebäude- und Reinigungsservice-Assistentin und putze lieber kultiviert und mit Niveau die guten alten Bretter, die die Welt bedeuten. Jacqueline, bist du fertig? Moment noch. Die Wahllokale schließen gleich. Du wartest jetzt gefälligst, bis ich fertig bin. Immer musst du bestimmen, wohin wir gehen, wann wir gehen. Immer? Wir kennen uns seit 2 Wochen. Warum willst du immer bestimmen? Weil ich der Bestimmer bin und heute endlich mein erstes Mal habe. Oh, erstes Mal? Zur Wahl. Oh. Und außerdem bin ich die Wahllokomotive. Hä, was für ein Ding? Lokomotive? Eine Wahllokomotive. Wie im Wahlkampf bin ich eine Person von besonderer Bedeutung, Popularität und Zugkraft. Hm, von Zugkraft, ganz bestimmt. Was war das? Ach nichts, ich habe mich nur verwählt. Hä? Verwählt in der Wortwahl. Also, Kevin, möchtest du mir nicht ein Kompliment für meine Kleiderwahl machen? Hm. So wie du aussiehst, hattest du heute wohl die Qual der Wahl. Und hast dich dann für die Qual entschieden. Hallo? Habe ich wirklich die falsche Auswahl getroffen? Ich enthalte mich der Stimme. Na gut, aber dann gib mir Wahlsupport. Hä, was? Wahlsupport, wie bei Obama. Jacqueline for President! Was? Na los, komm schon, ich muss sexy aussehen. Gib nicht auf. Alter, ich bin total wahllos. Ist doch egal, bei dir kommt sowieso nur wieder eine Misswahl raus. Noch ein Wahlvergehen von dir. Aber ich muss einfach gut aussehen. Ich habe doch noch so eine aufregende Wahl vor mir. Aufregend? Ja. Bundestagswahl? Bundestagswahl? Partnerwahl? Ach, das ist doch der reinste Wahnsinn. Partnerwahl? Für wen denn? Für mich? Nee. Für Alex. Du bist ja heute nur die zweite Wahl.